Das ging fix. Rauszulassen. Verdammt, jetzt habe ich ja wieder kein Getreide mehr. Fertig. Das war jetzt nicht so viel. So, hier. So. Und wo ist jetzt die andere Kuh? Aua. Ah, hier ist die andere Kuh. Na komm her, kleine Kuh. Komm her. Komm. Brave Kuh. Komm hier hoch, komm. Hops. Hops. Und dann haben wir ein kleines Kuhbaby. Und dann haben wir ein großes Schweinchen. Komm hier, großes Schweinchen. Komm. Ich muss die leider mit das Schweinchen hier runterschmeißen. So. Vielleicht den Weg breiter machen sollen. Du wirst noch mehr werden, wenn du so vielleicht das Viechchen. Gut. Jetzt noch ein bisschen Sand oder nicht Sand, Dreck geholt. Erde. Wie immer. Erde reichen fürs Erste. Und irgendwas wollte ich noch mitnehmen. Glas noch mit. So. Und das Leder. Zwölf Leder. Und das bleibt im Inventar wieder ausleeren. Die Kiste wieder voll. Rüber wieder zum anderen Haus. Die Pflastersteine könnte ich auch noch mal verbauen. Ja, das sieht ein bisschen kacke aus, aber das muss leider so sein. Ansonsten buchsen mir da die Tierchen aus. Und jetzt lackt es gerade wieder ein bisschen. Aber das ist ja momentan nicht weiter schlimm. Oh, was? Daddy, das Pflasterstein wieder alle. Oh, ich habe ja nichts zu essen dabei. Ganz gut. So.
Oh, ein Schweinchen. Gab nur Erfahrungspunkte. Und jetzt wird's auch gerade natürlich wieder Nacht. Hier muss ich mir auch noch mal was einfallen lassen. So, und jetzt geht's hier hoch. So, oben. Und dann das Ganze hier einmal mit Holz umreihen. Und dann Glas einsetzen. Ja, das Glas sieht, ups, ziemlich doof aus. Ich muss mich echt nochmal um ein Texture Pack kümmern, um ein neueres. Ich habe eine Ahnung, woran es liegt, dass es nicht funktioniert. Aber das ist auch wieder ein bisschen zeitaufwendig und dann muss ich erstmal dann gucken, wie ich das dann mache. Ja. Ich rede wieder in vollkommenen Hieroglyphen. So. Hinten war alles fertig, ne? Genau. Ja. Gut, hier war alles bedeckt. Also ich baue jetzt erstmal hier weiter. So, so. Und dann baue ich jetzt nochmal hier den Außenbügel weiter. Hier gehe ich jetzt aber erstmal so zurück und dann schlage ich da hinten wieder eine Ecke ein. So, und hier kommt dann weiter. Also der muss jetzt weichen. In dem Haus aus hier könnte man auch, ups, schön so Monster wegsnipern. Und schön weit oben passiert einem auch nicht so viel, außer vielleicht wenn man runterfällt. Jetzt muss ich natürlich auch schon wieder elendig verhungern, so wie es aussieht. Natürlich nicht. Ich habe natürlich immer noch was im Petto. Ups. Ein paar Creeperchens. Der Holzboden ist erstmal der einzigst wirklich, sowas jetzt nicht geplant, der wirkliche Boden. Oh, komm her, Creeper. Mann, bist du dämlich. Gut,
Und jetzt kommt hier hinten noch ein kleiner Bungalow drauf. Ja. Bungalow trifft es am ehesten. Aussichtsplattform soll es denn hier werden. Ja, das wäre fast schief gegangen. Damit und was geht denn hier ab? Das erklärt einiges. So. Jetzt muss ich mich natürlich auch wieder bei Nacht und Nebel überall durchschlagen. Nein, natürlich nicht. Muss jetzt aber leider sein, weil anders komme ich hier nämlich nicht runter.